Baustelle ist mit einem Terremord blockiert. Wir nähern uns jetzt dem Suchgebiet. Die Sicht ist schlecht. Sehr oft sind Koordinaten und Ortungsmerkmale bei Rettungsaktionen ungenau. Hilfesuchende können ihr Handy nicht nutzen oder es ist kein Verlass auf GPS-Signale. Der Airmarker schwebt nach der Auslösung bis zu 45 Meter in die Höhe und ist am Tag und in der Nacht gut sichtbar. Das fliegende Pannendreieck für alle, die sich in der Natur sicherer fühlen wollen. Person lokalisiert. Rettung.